Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und willkommen bei einem weiteren Video der Frage. Heute will ich mit euch natürlich zwei Sachen besprechen. Einmal findet jetzt die Auflösung des guten Gewinnspiels statt, was wir vor einiger Zeit veranstaltet haben. Ihr wisst Bescheid, es wurde ja am 18. angesetzt und endet natürlich entsprechend auch am 18. logischerweise. Wie wir bereits angeteased haben, es ist keine Leon Mascher-mäßige, Apovet-mäßige Verarsche. Es ist ein reguläres Gewinnspiel mit regulärer Auflösung und der Preis wird sogar verschickt. Ich meine, das glaubt man kaum. Das machen ja kaum Leute. Aber mal abgesehen davon findet natürlich heute auch noch was anderes statt. Nämlich will ich mit euch über den guten Harry Potter-Film reden und zwar Secrets of Dumbledore. Also, zum einen mal bitte in die Kommentare schreiben, freut ihr euch auf den Film? Und wenn ihr gerade sowieso bei den Kommentaren seid, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich meine, man kann es doch direkt zusammen machen, das passt perfekt. Spaß beiseite. Auf jeden Fall, freut euch auf den Film. Was denkt ihr, was könnte passieren? Denkt ihr, es könnte was Cooles werden? Weil, sind wir mal ehrlich, bei Grindelwalds Verbrechen hatten wir nur wenig Grindelwald. Und bei Secrets of Dumbledore hoffe ich jetzt nicht, dass wir nur wenig Dumbledore haben, ehrlich gesagt. Weil das könnte natürlich sein. Zum einen wird natürlich wahrscheinlich der Blutpakt thematisiert, den die ja bereits im kindlichen Stadion sozusagen ausgemacht haben. Womit halt Dumbledore sich verpflichtet hat, niemals gegen Grindelwald zu kämpfen, was eine ziemlich intelligente Aktion von Grindelwald definitiv war, weil bedenkt man, dass Dumbledore jemand ist, der ihn besiegen kann und natürlich aus unserer Sicht halt auch, der ihn besiegt hat, war das natürlich ein raffinierter Plan. Natürlich wird wahrscheinlich Newt Scamander hier die Rolle spielen und das Ganze halt dann so entsprechend beenden und er kann den Blutpakt umgehen und ja, dann werden sie dann dennoch gegeneinander kämpfen. Aber die heutige Frage stellt sich auf jeden Fall, funktioniert Secrets of Dumbledore ohne Johnny Depp? Also ich persönlich war unglaublich beeindruckt von der Performance von Johnny Depp. Für mich hat das richtig gut gepasst. Dieses so leicht dramatische, ernste, trotzdem irgendwie lustige und so ein bisschen verrückte auch. Das hat so gut gepasst. Also Johnny Depp ist eigentlich ein Top-Schauspieler für genau diese Art von Performance. Und Grindelwald wäre ideal gewesen in der Umsetzung. Der hätte auch sowas leicht Feminines gehabt. Ich meine, ihr kennt es ja von Johnny Depp, das wäre so cool gewesen. Aber gut. Leider wird es natürlich nicht Johnny Depp, dennoch bin ich guter Dinge, weil ich war zum Beispiel ein großer Fan von der Hannibal-Serie, deswegen mag ich den Schauspieler auch sehr. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Da ist es aber auch natürlich dann eine andere Performance, ist dann ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und ich glaube nicht, dass er halt die Charakteristika von der Rolle von Johnny Depp übernehmen wird, sondern der wird wahrscheinlich so seine eigene Performance abliefern. Bedeutet, es könnte so einen anderen Spannungsbogen geben, es wird wahrscheinlich so eher eine ernstere Performance, so mit so einem leichten, femininen, aber trotzdem noch souveränen Touch. Was ich mir auch gut vorstellen kann, wie gesagt. Und ich meine, es wurde ja suggeriert, dass Grindelwald tatsächlich homosexuell ist. Was aber schwierig ist zu sagen tatsächlich. Bei Dumbledore weiß man, dass er zumindest bisexuell ist, auf jeden Fall, weil er hat sich ja in Grindelwald wirklich verliebt. Aber bei Grindelwald, ob das jetzt nur so ein Nutzenfaktor war nach dem Motto, man spielt halt die Liebe vor, um halt jemanden zu benutzen, das ist natürlich noch nicht sicher. Dennoch muss man dem ja trotzdem so einen femininen Touch geben, um es auch so ein bisschen glaubhafter zu machen und auch ein bisschen Dumbledore halt zu suggerieren, dass es halt real war sozusagen, ist natürlich schwierig. Also ich finde, es kann funktionieren, aber es wird eine andere Art von Performance werden. Ich bin auch sehr gespannt auf solche Aspekte wie das Drei-Wege-Duell natürlich. Ich meine, wir haben ja einige Veränderungen, weil normalerweise ist ja Dumbledores Schwester tatsächlich erst beim Drei-Wege-Duell gestorben, weil sie einen Querschläger abbekommen hat, aber in dem Fall ist sie ja schon tot. Deswegen stellen sich mir noch weitere Fragen. Es war das Drei-Wege-Duell, aber wird Aberforth da wirklich eine Rolle spielen? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Aberforth tatsächlich weglassen und es wirklich nur ein Duell zwischen Dumbledore und Grindelwald wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich meine, ganz klar, Grindelwald ist der rechtmäßige Besitzer des Elberstabs und er besitzt so ziemlich den mächtigsten Verteidigungszauber, den es gibt und mit so ziemlich meine ich den unglaublich mächtigsten elementaren Verteidigungszauber, den es gibt. Ich meine, Protego Diabolica, das ist ja wohl der coolste Zauberspruch ever. Schwarz-blaue Flammen, die sich aufrichten, ihr Ziel aussuchen, die Verbündete gewähren lassen, nicht Verbündete oder Leute, die nur suggerieren, dass sie verbündet sind, einfach tötet. Das ist wohl der coolste Zauberspruch, den ich je gesehen habe. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie den Dumbledore mit einem Nicht-Elderstab besiegen will. Ich meine, wir kennen Dumbledores neuen Zauberstab, beziehungsweise neuen alten Zauberstab, der unglaublich cool aussieht, muss ich sagen. Ist auch mein Lieblingszauberstab, ich habe mir den tatsächlich schon persönlich gekauft. Und wo wir gerade bei Zauberstäben sind, kommen wir erstmal zu der Auflösung des Gewinnspiels. Wie wir bereits eben schon klar gemacht haben, ist wohl natürlich der Elderstab verlost, der legendäre, der einzig wahre Zauberstab. Und da haben wir jetzt halt einfach irgendeinen random Kommentar halt rausgesucht und ja, dieser Kommentar wird halt dann den Preis gewinnen. Und mal kurz nochmal als Shoutout, wir werden auf jeden Fall auch den Kommentar anpinnen, wir werden den Kommentar kommentieren und dann erwarten wir halt eine kleine Meldung, beziehungsweise wir können es dann auch melden, einfach uns anschreiben oder wir schreiben, wie auch immer. Und dann wird der Zauberstab rechtmäßig zugesendet natürlich. Und der Gewinner ist,
ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Misan Ma. Den Spinnen folgen? Wieso müssen es Spinnen sein? Wieso können wir nicht den Schmetterling folgen? Also, auf jeden Fall ein sehr geiles One Piece-Zitat hier. Cool gewählt. Und herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem legendären Elderstab. Und wenn euch das Gewinnspiel gefallen hat, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir können das auch gerne nochmal veranstalten. Zwar ist jetzt nur eine Kleinigkeit, 500 Abonnenten-Special. Wer weiß, beim nächsten Mal ist es vielleicht ein Schwert aus Herr der Ringe oder Game of Thrones. Oder irgendwas weiteres, was halt dazu passt. Schild von Captain America, irgendeine Figur, keine Ahnung. Also, wir finden die Idee eigentlich ganz cool, also schreibt es gerne in die Kommentare. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das nächste Video erscheint, wenn Voldemort, alias ihr wisst schon wer, zurückgekehrt ist.